den werde ich einfach ins Wohnzimmer stellen und dann sollte mir einfach das Telefonbuch vorsingen. Ich wäre schon begeistert. Ja, es ist ein Vierteljahrhundert, das macht ihm fast ein bisschen Angst. Es ist wirklich noch, wenn man das so hört, denkt man so, ja, oh mein Gott. Und zuerst hat es wirklich angefangen mit so einem Jahr. Dann dachte ich, so wie Miss Schweiz, oder? Dann machst du einfach ein Amtsjahr und dann ist das so durch und dann ist der ganze Hype auch wieder weg. Dann habe ich gedacht, okay, das zweite Jahr läuft auch noch gut. Und das dritte Jahr ist plötzlich auch gelaufen. Und jetzt ist es 25 und jetzt denke ich mir so, wo ist die Zeit her? Klar ist irgendwo durch auch ein bisschen stolz, aber es ist mehr so einfach Freude, nach 25 Jahren immer noch da zu sein und immer noch dürfen singen und Konzerte geben. Und es interessiert die Leute immer noch. Das ist nicht selbstverständlich. Vor kurzem hat ein Journalist zu mir gesagt, du bist gekommen, um zu bleiben. Und dann habe ich so gedacht, ja, eigentlich schon. Das würde ich jetzt unterschreiben, hätte ich aber am Anfang noch nicht gemacht. Ja, ich bin viel gelassener. Also früher war ich noch viel mehr so in meinem Fokus drin gewesen. Und heute bin ich so fokussiert. Und nachher kann ich eigentlich wieder aus dieser Situation raus und bin dann so programmiert, dass ich auch mit den Leuten noch reden kann und noch lustig habe und dann ist auf die Bühne gehen. Ich meine, im Moment nicht. Ja, der Theo, den hat er jetzt schon genug gesehen. Ich meine, schau dir den Sonnenschein an, oder? Der ist einfach zufrieden, wenn er mit mir zusammen sein kann. Ist das nicht schön? So eine bedingungslose Liebe. Warum können wir Menschen das nicht? Warum sind wir so verpeilt eigentlich? Ja. Und weil es mir eben so Spass macht, das Singen, und weil das so eine grosse Leidenschaft ist von mir, ist es für mich ganz klar, dass ich nie bleiben wollte. Ich bin vielleicht schon mal ein paar Wochen bleiben liegen, aber dann habe ich wieder angegriffen, weil ich muss nicht verputzen, wenn es mir schlecht geht. Ja, dann muss Maria Callas noch mal kommen. Dann möchte ich wissen, also wie die das gemacht hat. Die Leichtigkeit in diesem Singen mit diesen Koloraturen und all dem, hey, unfassbar. Dann würde ich mit Michael Bublé, mit dem möchte ich eigentlich nicht zusammenarbeiten, dann möchte ich einfach ins Wohnzimmer stellen und dann sollte mir einfach das Telefonbuch vorsingen. Ich wäre schon begeistert. Elvis Presley, ich möchte wirklich wissen, ob der so eine wahnsinnige Anziehung hatte. Oder ob das einfach nur so, weißt, der Gruppenzwang war von allen, die einfach so ja, die Schafherden, die alle hinten nachher säckeln. Das würde mich auch noch interessieren, wie das so privat war. Es hat einen Moment gegeben, als ich ein Benefizkonzert gegeben habe in einer Wohngemeinschaft mit Menschen mit Benachteiligung. Und dort war jemand in einem Rollstuhl und hat sich eigentlich quasi nicht bewegt die ganze Zeit. Und dann bin ich dort während dem Konzert zu ihm her und habe ihn dort berührt. Es konnte nicht sitzen, es musste liegen in diesem Bett, innen, Bettrollstuhl. Und das war krass. Plötzlich hat sich da zu bewegen. Und dann hat es mich dann so gedacht, ja, das ist schon noch spannend, was wirklich Musik und Energie, alles in den Menschen kann bewirken, die wir gar nicht wahrnehmen können.